Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit lud am 21. Januar 2014 zu einer Diskussionsrunde in das Literaturzentrum Vorpommern im Köppenhaus Greifswald ein. Zum Thema Europas Krise, Sackgasse in den nationalen Egoismus, diskutierten Vertreter verschiedener Institutionen und Parteien. Die Anzahl der Gäste dieser Veranstaltung belegte das rege Interesse an diesem Thema. Wer allerdings eine heftige und bissige Auseinandersetzung erwartete, wurde enttäuscht. Vielmehr erlebten die Besucher dieser Veranstaltung eine sachliche und ausgeglichene Gesprächsrunde. Die ersten Fragen stellte die Moderatorin des Abends, die freie Journalistin Karin Rogalska. Mit der Frage, wie die Alternative für Deutschland momentan die Krise wahrnimmt, richtete sie sich recht früh an Live-Erik Holm. Wie nehmen wir sie wahr? Wir nehmen sie im Moment sehr ruhig wahr, aber das ist, heißt natürlich nicht, dass die Krise nicht weiter schwelt. Das ist das große Problem, dass wir so in Europa, wie es im Moment läuft, nicht weiterkommen. Genau deswegen hat sich ja die AfD gegründet, weil wir in ernster Sorge um Deutschland und Europa sind, so wie es im Moment läuft. Nicht, weil wir etwas gegen Europa hätten, sondern weil wir gerade Europäer sind und für diesen Erdteil in friedlicher Zusammenarbeit sind. Wir sehen aber, dass genau das, was Sie als Motto der Veranstaltung auch ausgegeben haben, tatsächlich ein Problem werden könnte, Sackgasse in den nationalen Egoismus. Denn das wird uns bevorstehen, wenn uns der Laden eines Tages um die Ohren fliegt. Und dann heißt es, jedes Land macht wieder seinen eigenen Kram. Das wollen wir aber genau nicht. Wir wollen ein Europa der Vaterländer, die aber zusammenarbeiten. Das heißt, das, was wir vor der Euro-Einführung recht erfolgreich praktiziert haben, dass wir in Europa den freien Handel haben, dass wir Freizügigkeit haben, dass man von A nach B reisen kann, ohne große Grenzkontrollen, Stichwort Schengen. Das alles wollen wir erhalten. Wir sehen aber die Gefahr, dass uns das alles wirklich um die Ohren fliegt, wenn wir in dieser Euro-Frage nicht umsteuern. Die nächste Frage ging an den stellvertretenden Kreisvorsitzenden der FDP Greifswald, David Wulff. Was er als Liberaler denke, wenn er vom Europa der Vaterländer hört. Also grundsätzlich muss ich Herrn Holm zumindest jetzt mal bei dem Status quo, wie er jetzt beschrieben wurde, recht geben. Das ist so. Ein Europa der Vaterländer würde dann halt bedeuten, es wird ein europäischer Staatenbund, wie er auch momentan in einer gewissen Art und Weise existiert, was die FDP allerdings als längere Version, also Vision überhaupt erstmal sieht, ist ein europäischer Bundesstaat. Das muss man natürlich auf dieser Zeitachse auch mal ein bisschen versuchen zu begreifen. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Das ist ein Projekt, was die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht sogar das nächste Jahrhundert, in Anspruch nehmen wird. Im Laufe der Veranstaltung hatten auch die interessierten Gäste Gelegenheit, Fragen zu stellen. Diese Möglichkeit wurde auch rege genutzt. Viele der Fragen bezogen sich zwar nicht auf das eigentliche Thema der Veranstaltung, dennoch wurden sie von den Diskussionsteilnehmern bereitwillig und konstruktiv beantwortet. Nach knapp 2 Stunden zogen dann auch die Teilnehmer eine positive Bilanz. Es war eine sehr konstruktive Atmosphäre. Da muss ich auch staunend sagen, dass die FDP so konstruktiv mitdiskutiert hat. Hätte ich fast gar nicht erwartet, denn der FDP-Chef Christian Lindner hat ja vor kurzem uns noch als Bauernfängertruppe bezeichnet. Also wir waren in der Analyse der Euro-Krise in vielem einig. Natürlich starke Unterschiede, was die Lösung dieser Krise betrifft. Also ich fand den Abend sehr gut, sehr konstruktiv vor allen Dingen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen. Wir haben nämlich sehr breite Themenfelder jetzt hier abgehandelt, aber insgesamt hat das doch sehr viel Spaß gemacht, sich auch mit der AfD auseinanderzusetzen. Denn sie ist nochmal ein politischer Mitbewerber, das ist ein Gradmesser für die Stimmung in der Bevölkerung und das sollte man als Partei auch durchaus ernst nehmen. Und wir haben auf Augenhöhe gesprochen und das kann auch so weitergehen. Auch die Gäste waren mit dem Verlauf der Diskussionsrunde zufrieden. Also ich fand den Abend insgesamt sehr gelungen. Was mir vor allem gefallen hat, ist, dass wir 2 verschiedene Positionen hatten von der FDP, die die Europäisierung eher befürwortet hat und die AfD, also die Alternative für Deutschland, die heute Abend eher die nationalstaatliche Ebene versucht hat zu betonen und gesagt hat, wir sollten stärker wieder auf nationalstaatliche Ebene zurückgehen. Ich finde es auch in Zukunft sehr wichtig, über solche Themen politisch zu sprechen und ich fand diesen Abend heute deswegen sehr gelungen, weil sich auch das Publikum sehr daran beteiligt hat. Wir sind neugierig hierher gekommen, wir waren offen, wir wussten überhaupt nicht, was werden würde. Was wir hier vorgefunden haben, ist zwar kontrovers gewesen, aber immer in einem sehr verträglichen Ton. Das hat uns sehr positiv berührt.
Und die Nähe zwischen der FDP und der AfD ist für mich ganz erstaunlich gewesen. Die hätten eigentlich schon fusionieren können. Mit dem Thema dieser Veranstaltung hat die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit einen Inhalt zur Diskussion gebracht, der in Deutschland wohl noch lange für kontroverse Meinungen sorgen wird.